Natürlich könnten wir nun den Taschenrechner benutzen und anschließend das Ergebnis hier einschreiben, aber wir wollen ja Excel eben auch als Rechenmaschine nutzen und deshalb setzen wir hier eine sogenannte Formel ein. Eine Formel beginnt immer mit einem Gleichheitszeichen und jetzt wähle ich das Feld C5 bzw. er soll den Wert von C5 nehmen. Dann ein Malzeichen auf meiner Laptop-Tastatur ist das Umschalt 3, dieses Sternchen. Und jetzt klicke ich ins Feld E5 und du siehst diese Rechnung. Wenn ich mit der Enter-Taste bestätige, so kommt nachher das Ergebnis rein. Was hier als Zahl steht, ist aber effektiv eine Formel und die ist beliebig anpassbar. Ich könnte also hier einen anderen Betrag reinschreiben. Wenn jetzt also jemand krank war und eben nicht ins Klassenlager kommen konnte, schreibe ich 18 rein und automatisch wird die Zahl korrigiert. Ich habe jetzt aber fälschlicherweise diese Zahl korrigiert. Es ist ganz einfach, wieder zurückzugehen. Zum Beispiel mit diesem Pfeil hier kann ich eine falsche Eingabe wieder korrigieren. Was sehr häufig passiert, ist im Moment, wo ich da die Formel bearbeite, darf ich nicht irgendwo anders reinklicken, denn du siehst, es wird laufend diese Formel ergänzt. Manchmal bleibt dir nichts anderes übrig, als die Enter-Taste gedrückt zu halten und anschließend über diese Taste zurück diese Eingabe wieder zu korrigieren. Ergänzen wir noch mit dem zweiten Betrag. Wir sehen, dass wir wahrscheinlich etwas mehr Platz brauchen hier für diese Telefongespräche. Die Telefongespräche, die sind einfach ein einzelner Betrag, was in dieser Box gelandet ist Ende Woche. Deshalb müssen wir keine Rechnung machen, sondern schreiben diesen Betrag direkt hier hinein, 21,7. Noch können wir uns die Währung sparen, also wir müssen auf keinen Fall Franken reinschreiben, sondern nur mit der nackten Zahl operieren und Excel listet mir das untereinander auf. Diese Zahl kann ich dann anschließend schon noch anders darstellen. Und jetzt für das Total brauchen wir wieder eine Formel. Totaleinnahmen. Und anstelle des Taschenrechners lassen wir wieder Excel rechnen. Ich könnte jetzt wieder mit gleich und dann diese Zellen zusammenzählen. Der Nachteil dieser Methode ist, wenn zwischendurch oder darunter noch eine neue Zahl reinkommt, dass die eben nicht erfasst ist. Deshalb ist es besser, wenn man stattdessen eine Summe einsetzt. Die Summe kannst du beispielsweise über dieses Symbol hier wählen. Summe und automatisch wird der Bereich über diesem Feld ausgewählt und als Formel eingegeben. Also Summe wirklich als Wort und dann der Bereich, den kannst du nachträglich natürlich auch noch ändern mit diesem Anfasser. Wenn ich bestätige, wird mir die Summe ausgerechnet. Und noch eine dritte Möglichkeit, über dieses Feld hier hast du alle möglichen Formeln und unter anderem eben als erstes diese Summe. Das wäre die letzte Möglichkeit, um die Summenformel einzugeben.